Moin moin und herzlich willkommen auf Mr. Think Queer. Es ist Donnerstag und wir haben mal wieder ein neues Wochenthema am Start. Damit fange ich mal wieder an. Ja, diesmal ist es ein recht persönliches Thema mal wieder. Es geht darum, wie wir auf unsere Vornamen gekommen sind. Wie bin ich auf meinen Namen gekommen? Da gab es erst eine Vorstufe. Ich habe mich erst eine Zeit lang Len genannt. Und bis zum Zeitpunkt meiner Namens- und Personenstandsänderung, wo ich dann bei der Anhörung vor dem Richter saß, habe ich mich so genannt, aber halt mir ist klar geworden, Len kann meinetwegen ein Spitzname bleiben, ich habe mehrere Spitznamen mittlerweile und ich möchte aber die ausformulierte Form des Namens haben, also Lennart. Damit konnte ich mich am ehesten identifizieren und ich dachte, ich muss den Rest meines Lebens mit dem Namen leben, der auch auf dem Papier steht. Ich habe mich dafür entschieden, die Vornamens- und Personenstandsänderung zu machen. Also nutze ich die Gelegenheit und sage im letzten Moment, nein, der Name soll doch noch etwas geändert werden als den Namen, den ich damals angegeben habe, als ich das Verfahren zur Vornamens- und Personenstandsänderung eingeleitet habe. Also die Chance besteht. Nutzt sie, wenn ihr wollt. Wie gesagt, man muss bis zum Ende seines Lebens bestenfalls dann eben mit diesem Namen leben. Und das ist ja auch eine gute Sache, dass man sich seinen Namen irgendwie selber aussuchen kann. Ich selber hatte einige Kriterien an mich selbst, das sind meine persönlichen. Der allererste Punkt war, ich möchte keinen exotischen sonst was Namen haben. Ich möchte einen Namen haben, der irgendwie in meine Umgebung, in meinen Kulturkreis passt. Und auch eben für mich natürlich passt, das zählt natürlich dazu. Ich selber bin schon so ein Exot, da brauche ich nicht noch einen Namen, der irgendwie, keine Ahnung, einfach aus dem Muster fällt. Und da kann ich auch gleich sagen, dass ich mir einen Namen ausgesucht habe, der auch klangtechnisch zu einem Nachnamen passt. Das war mir auch wichtig. Also sowohl, dass ich mich mit meinem Vornamen natürlich wohlfühle, dass ich mich damit total identifizieren kann, das ist der Punkt, und dass es auch klangtechnisch passt. Der Name hat sogar eine kleine Geschichte für mich. Also ich hatte in meiner frühesten Kindheit eine kleine Jungenpuppe, zumindest hatte diese Puppe, diese Babypuppe einen blauen Strampler an und für mich war das ganz klar ein Junge und den habe ich überall mit hingenommen, im Kindergarten und alles, das war für mich eine wichtige Puppe. Bevor ich noch meine erste Babyborn hatte, ja, ich hatte eine Babyborn, ich habe mit Puppen gespielt, auch mit Barbies, aber diese Jungenpuppe habe ich intuitiv Lennart genannt und das war für mich, ich glaube, das war für mich so ein Punkt von, mit dem Namen fühle ich mich total wohl, mit dem kann ich mich identifizieren, auch wenn ich mich früher als Kind nie im Spiel mit einem anderen Namen betitelt habe, also ich kam erstaunlich gut mit meinem weiblichen Vornamen aus. Der hat mich ganz lange auch gar nicht gestört, bis nach meinem Outing halt. Und mir war klar, ich möchte und muss mich davon lösen. Da es aber auch für meinen weiblichen Vornamen kein männliches Pendant gab, war mir auch klar, ich brauche eben einen anderen Namen. Und für mich wäre es auch nicht in Frage gekommen, das männliche Pendant zu nehmen, hätte ich eins gehabt. Weil mir ist doch dann schon wichtig war, ich mache hier einen Cut und ich möchte mit meiner Vergangenheit in dem Sinne nichts mehr zu tun haben. Ich möchte da einen Cut haben. Es gibt diese Vergangenheit, ja, aber ich möchte auch mit diesem Namen einen klaren Cut machen. Das ist für mich total wichtig gewesen. Und natürlich habe ich auch darüber nachgedacht, weil mir das eigentlich auch am Herzen gelegen hat. Habe ich geguckt, wie hätten mich meine Eltern genannt, wäre ich als Junge auf die Welt gekommen. Ich erinnere mich auch noch gut, dass ich als Kind oft meine Mutter gefragt habe, wie ich denn als Junge geheißen hätte. Und dann waren dabei Namen wie Eike oder Konstantin und ich habe nicht lange nachgedacht, ich wusste gleich, für mich passen diese Namen einfach nicht. Und dann habe ich meine Mama auch gefragt, ob das okay ist, wenn ich mich anders nenne, weil ja, für mich war das einfach wichtig, dass ich weiß, kommen meine Eltern damit klar, beziehungsweise meine Mama ist eher da die Ansprechpartnerin gewesen. Und das war dann auch so, also diese Absegnung habe ich gebraucht. Ja, natürlich hätte ich auch meinen Eltern einen Gefallen tun können, aber darum geht es ja eigentlich nicht. Also man sollte sich wirklich mit seinem Vornamen wohlfühlen und ihn deswegen wählen und nicht, weil die Eltern einen so genannt hätten und man selbst kommt aber mit dem Namen nicht aus. Also vielleicht
Das ist so eine Sache, das muss jeder für sich ausmachen. Dann habe ich auch noch länger darüber nachgedacht, ob ich einen zweiten Namen dazu nehmen möchte. Zum Beispiel den von meinem Opa, den Namen. Und bin dann auch wieder zurück zu dem Punkt gekommen, dass meine Eltern mir nämlich damals, als ich zur Welt gekommen bin, auch keinen zweiten Namen gegeben haben. Also passt das auch in das Muster. Ich hätte einen zweiten Namen dazu nehmen können, aber letztendlich bin ich dann doch in der Tradition geblieben, die meine Eltern mir gegeben haben. Also meine Eltern und alle, die haben alle Zweitnamen und deswegen dachte ich, eigentlich möchte ich auch einen, aber irgendwie hat es noch nicht gepasst und dann dachte ich, egal, scheiß drauf. Und letztendlich steht es eh nur auf dem Papier und mir ist es nicht allzu wichtig. Also ich habe schon gemerkt, Name ist schon wichtig, aber irgendwie auch nicht. Also der Name ist für mich eine Verbindung zu meiner Person, ja, aber mein Name identifiziert mich nicht komplett. Also in der Ansprache ist der wichtig, aber sonst, dadurch fiel es mir dann eben auch leichter, mit meinem alten Namen abzuschließen. Und mittlerweile reagiere ich echt geschockt, wenn der Name durch Zufall mal fällt. Also es ist echt komisch. Hätte ich nie gedacht, dass der Punkt kommt. Ich erinnere mich auch noch, dass ich in meiner frühen Jugendzeit mir ein Vornamensbuch gekauft habe und darin ewig rumgeblättert habe. Das hatte vielleicht auch den Grund, weil in dem Alter einige meiner Cousinen und Cousins zur Welt gekommen sind und die Eltern so lieb waren und haben mich eben nach Namensvorschlägen gefragt und ich war da irgendwie ganz wild mit und ich habe mir immer intuitiv Jungs gewünscht. Also Cousins, ich habe auch 3 Stück, aber zu dem Zeitpunkt sind nur Mädchen zur Welt gekommen und da war ich so ein bisschen enttäuscht gewesen. Also wegen den Namen dann. Die Namenssuche war doch irgendwie immer präsent für mich, auch wenn es auf einer anderen Ebene war. Also ich habe mich schon viel mit Vornamen beschäftigt und für Fantasiewesen benutzt oder so. Ich habe immer meine kleinen eigenen Geschichten geschrieben und mich da dann so ein bisschen vielleicht mit identifiziert, aber ich selbst, ich hatte später, als ich dann noch ein bisschen älter war, hatte ich eine Freundin, also nicht eine, mit der ich zusammen war, sondern eine Spielfreundin und wir haben uns auch andere Namen gegeben, wir haben uns männliche Namen gegeben und damit habe ich mich so wohl gefühlt und sie hatte mich immer mit diesem Namen angesprochen. Und das war irgendwie immer total seltsam, wenn sie meinen damals richtigen Namen benutzt hatte. Und das war auch schon so ein kleiner Anhaltspunkt für mich, dass ich mich mit einem männlichen Namen doch schon mehr identifizieren kann. Ja, weswegen ein geschlechtsneutraler Name für mich auch nicht in Frage gekommen ist. Allein, weil die Verwechslung dann vielleicht groß sein könnte, wie in einem Video von vor 1-2 Wochen habe ich schon erzählt, dass ich auch öfter jetzt mal auch fälschlicherweise wieder als Frau identifiziert wurde. Kann passieren. Und daher fühle ich mich auch wohler mit einem männlichen Namen, ganz einfach. Ja, jetzt habe ich ein bisschen rumschwadroniert und dazu viel erzählt. Dann wünsche ich euch mal eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende im Anschluss. Macht's gut. Cheerio.